Willkommen zurück zum, ja, das ist jetzt der dritte Teil. Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen was schon, also einmal der Fehler. Ich habe einmal neu gestartet, ne, das mit Layout Manager jetzt hinbekommen. Das geht jetzt auch so weit. Ich kann ja mal starten. Ich habe so noch ein bisschen die Sachen jetzt eingefügt, aber die ich eben schon machen wollte. So, dann einmal Editor, ja, aufrufbar und dann kann man jetzt hier Layout Manager. Für die Sache hätte man jetzt vielleicht ein festes Layout machen können, weil hier nichts da ist, was irgendwie so ein bisschen. Aber ich habe es einfach gemacht. Gut, dann das einmal zum Editor einmal. Und jetzt ein bisschen was noch hinzugefügt und mir überlegt. Also, ja, das sind halt die Sachen von der Karte. Einmal, das sind die Pfade. Hier nochmal der andere Pfad. Dann hier so ein Typ. Immeration nimmt dann gleich. Also, das sind halt dann die Typen, die hier sind. Man könnte es auch ein bisschen dynamischer machen, aber ich lasse es einmal so, weil ich glaube, da kommen jetzt nicht mehr so viel hinzu. Hier fehlt ja noch der Text, aber okay. Und für diese Version lasse ich vielleicht erstmal die Sachen. Und Amodio vielleicht erstmal nochmal weg. SVG weiß ich auch noch nicht. Bild ist am einfachsten und Text auch. Könnte auch irgendwie LaTeX oder so machen, aber das müssen wir alles im Hintergrund dann nochmal laufen lassen und das ist halt noch etwas höher Aufwand. Dann, ja, Kontext. Einen String, den man unten auswählen kann und dann noch muss man noch eine Oberklasse habe ich hier, mache ich jetzt irgendwie oder Oberklasse nicht, sondern das enthält hier sozusagen die ganzen, das ist eine Liste von diesen Kartendecks und in jeder dieser Kartendecks beinhaltet dann die ganzen Karten, die da drin sind. Gut, dann will ich die Klassen, die übrigen Klassen jetzt mal hier programmieren, oder was war das nicht, was ich haben wollte. Ich verwechsel die beiden hier mal. Gut. Dann. Genau. Karte. Machen wir das einmal. Ich will mal gucken, ob man hierüber auch Immeration machen kann. Ansonsten muss ich. Nee, da muss ich schon. Nee, hinzufügen. Benutze Steuerelement. Klasse Neues. Okay. Machen wir es hier mal mit rein. Ich mache das mal. Public. Innenumkehr. Das nennen wir Card Type. So ist. Und dann jetzt halt die ganzen Sachen einmal. ja, ich muss einfach nochmal nachgucken. Schlechtes Gedächtnis. Also ja. Bild. Ja, die Mischung aus Englisch-Deutsch, naja. Immer so, vielleicht ein bisschen einer Idee, hätte ich es machen sollen. Aber das ist ein kleines Projekt, deswegen mache ich das kurz. Video. Die Reihenfolge ist auch eigentlich intern vielleicht wichtig. Okay, muss glaube ich über ein Komma noch hin. Oder? Sonst will er das nicht haben. Dann das ist ein Match. Achso, okay. Dann das Komma hier. Okay. Ach so, okay, dann ist doch so richtig. Und ja, Text nehme ich dann mal hier. Eigentlich muss es alles, das matcht. Ich muss die anderen das eher nicht matchen, weil eigentlich ein Typen eher groß. Na, lassen wir mal. So. Gut, genau. Und dann kommt jetzt hier. Type. Schauen wir mal kleinen Teil S C Type, genau. Dann Karte 1 String Kopieren ist Karte 2. So, dann machen wir jetzt nochmal Public. Sub New, dann kommen die ganzen Sachen hier rein. Einmal Typ S, Card Type und dann Card Tips. Doch so, würde ich sagen. So, genau, dann hier. Wie auch immer das da hinkommt. Was will er hier? Achso, hier fehlt noch ein Ding überall. Wir lassen das erstmal so public, das ist vielleicht nicht ganz so.
Wenn das noch ein Match Rule ist, dann. Okay. Das wollte ich jetzt ja genau. Me.type gleich. Ups. Type. Die neue will ich schon nicht hinschreiben. Me.type. Ach. Ich verwechsel mal mit. So. Ups. Und. Nee, ich will da noch probieren. Ja. So. Zwei. So. Das ist jetzt der Konstruktor dafür. Genau. Gut. Dann, welche kann der? Ja. Nein, das war Kontext, wir hatten es vorher mal Name genannt. Aber gut. Dann List of Dingens, genau, und jetzt kommt noch, noch eine Klasse hinzufügen. Ich muss jetzt kurz mal gucken in die Ansicht. Gibt es auch irgendwelche Shortcuts dafür? Das ist nochmal schön. Nö. Eine Klasse hinzufügen. Vielleicht noch was benutzen. Definiert einmal. Machen, dann wird das genannt. Card Collection. So, dann nennen wir das auch hier Card Collection einmal. So, zufügen, gut. Jetzt kommt gleich. Das war so. Es List auf. Ups. Ich. Gut. Genau, dann nochmal hier. Denn so. Genau, dann spalten wir alles ab. Und dann, das kann man ja eigentlich machen. Gut. Jetzt müssen wir zu anderen Sachen greifen, zu der. Genau, wir müssen jetzt das Objekt einmal serialisieren. Das ist ein Objekt, deswegen müssen wir das hier mal reinschmeißen in die eine Klasse dort. Vielleicht nur die Funktion dann haben. So, machen wir das mal zwei Schritten, kopiere ich das mal. Zwei Schritte nochmal. Dann Cut Collection, genau hier oben. Genau, einmal das. Dann kommt hier Items, bla, genau, Public New will ich auch nicht haben. Save und Load. Genau. Nein. Das muss ich hier rein. Das muss noch an der einen Stelle hier. Das hier. Der Path muss ich gleich hier und anders rein tun. String. So, jetzt, was meckert der hier noch rum? Cannot resolve symbols. Für da noch was? Achso. Na, muss ich noch eine Klasse hinzufügen. Gut. Kann er das auch von hier machen? Genau, kann man so machen. Gut. Aber ich muss das auskopieren. Also, das mal, ich vergesse das immer wieder, wie das Ganze ging. So, suchen wir so da den. So, speichern ab. So, jetzt dürfte er kein Fehler mehr zeigen. Zeigt auch nicht. Jetzt muss ich noch für die Einzelnen, die jetzt auch mit serialisiert werden sollen, das mitmachen. Hier. Kartendeck. So, jetzt gehen wir gleich zum Ende durch. Gucken wir auch die Zeit hier. Okay. Was haben wir jetzt bekommen? Gut. Ach Quatsch. Ich will jetzt nicht serialisieren. Genau, dann Karte. Das habe ich. Gut. Alle sind da drin. Gut. Jetzt können wir zum Editor einmal greifen. Da müssen wir jetzt mal standen. Müsst einmal hier. Nee. Check.
Wo bist du denn? So, da muss man gecheckt sein. Jetzt gucken, ob er jetzt ganz schnell ist. Jetzt können wir überlegen. Also, ja, das können wir noch hereinbauen. Das habe ich noch. Könnte man noch eine Zeile hinzufügen. Genau. Also, um den Farbeimer auswählen zu können, sind die hier, genau, die schließen sich gegenseitig aus. Ist gut. Dann hier, genau, das mache ich aber kurz hier noch, weil wir haben ja hier auch einen Layout Manager drin. Ne, jetzt sollst du das nicht aufrufen. So, ich will, ich weiß nicht, welcher das jetzt ist. Das hängt da ein bisschen. Na gucken, ne, das müsste dann der Dreier sein, genau. Jetzt soll ich hier noch eine Spalte hinzufügen, genau. Genau. Die soll der da oben bekommen. So. Aber wir lassen erstmal Button 1 und Button 2. Ich bin zu blöd. War. So. Jetzt einmal mal. Das mache ich gleich vom anderen. Die Buttons sind beide eigentlich gleich. Kopiere ich den einfach hier rein. Man kriegt das hin, dass er hier den. So. Nochmal dockt. Wo ist dockt? Wo ist dockt? Ganz oben da. Gut. Den muss ich noch mal kurz hier noch mal die Länge noch mal ändern. Drei, so. Weil das ein bisschen zu wenig. 20, nehmen wir mal 30 oder so. Das ist besser. Ja, das ist okay. Gut, dann jetzt hier. Jetzt müssen mal einen Pfeil, Mensch. Nee, Open Pfeil, da, hallo. Könnte es auch noch anders aufrufen, aber ich weiß auch nicht, wie die Objektinstanz, wie man das da aufruft. So mache ich das dann so. So, jetzt darfst du auch gerne das hier hinmalen. Und mal so. Gut, das dann wird der hier aufgerufen, Filter und gibt das in die Textbox rüber. Genau. Ein Filter, das überlege ich mir gleich noch. Das kann am besten über die Option Box gemacht werden. Die haben quasi auch noch den Type ändert, genau, das ist gut. Ja. Genau, jetzt wollte ich Man könnte fast auch die gleichen Händler dafür fast machen, aber okay. Was wollte ich, genau? Show file dialog. So. Und jetzt hier noch eine If-Anfrage. If Dings gleich. Okay, kann er gar nicht mehr hier. Na, ich habe ja die neue Version hier und. Das stört mich vielleicht mal, dass hier nicht mehr dieses Allgemeine anzuzeigen ist. Aber vielleicht geht das doch. Weil jetzt muss ich ja hier. Result, irgendwas mit Result ist das. Genau. Okay, ne? Ich glaube, das ist okay, was rausgeht. Und dann jetzt Text. Ach. Nee. TXT. TXT. Schlag mal was vor da. Karte 1 ist das, ne? Da können wir auch hier passend with machen. Nehmen. Warum springt er immer da unten hin? Keine Ahnung. Ach, das ist so. Okay, ich sehe gerade hier. Zeit ist fast zu Ende. Ist schon zu Ende, okay. Dann tschüss.